Auf die Schnelle was Veganes? Kein Problem. Da ist unser Paprika-Cashew-Aufstrich perfekt. Und so geht's. Zwei rote Paprika in kleine Würfel schneiden. Eine kleine Handvoll zur Seite stellen. Sonnenblumenöl in eine Pfanne geben und die Paprika darin anbraten. Dann 100 Gramm Cashewkerne dazugeben. Das Ganze mit Paprikapulver und Salz würzen, Pfanne schwenken und mit Thymian verfeinern. Alles zusammen in einen Mixer geben und klein pürieren. Schon fertig. Jetzt leicht in Kross rustikal weiße Hafer damit bestreichen und mit der restlichen Paprika und grüner Kresse belegen.